christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich war schon sehr früh mit Gottes Wort vertraut. Ich habe nicht viel gelesen. Ich habe früher sehr viel im Jetzt gelebt. Das heißt, ich war lieber draußen, anstatt ich war lieber draußen und habe mit irgendwelchen Freunden gespielt, als drinnen zu sitzen und die Bibel zu lesen. Es war mir eigentlich fast schon wurscht, kann ich sagen. Als wir dann aus Singapur zurückkamen, hatte ich eigentlich keine Freunde. Ich war in der Schule und hatte nicht wirklich viele Personen, mit denen ich was gemacht habe. Und ich hab zwar an Gott geglaubt, ich wusste es, aber ich war nicht wirklich mit ihm. Ich bin so neben ihm gegangen, als mit ihm gegangen. Ich habe an Gott geglaubt und ich war nicht wirklich bei ihm. Dann kam Corona und ich glaube, das hat uns allen nicht gut getan, aber mir halt schon doch ein bisschen. Ich war wirklich alleine, weil ich keine sozialen Kontakte hatte in der Schule oder ähnliches. Und dann habe ich wirklich versucht, die Bibel zu lesen, weil ich habe mich gefragt, ja, was ist denn jetzt? Wieso kann ich doch mal anfangen? Und dann habe ich wirklich jemanden beim Beten und beim Lesen, habe ich einfach gespürt, dass da jemand ist. Und er hat mir auch Kraft gegeben. Und da bin ich dann auch gut durch Corona durchgekommen und durch das Homeschooling auch. Und dann, als ich wieder in die Schule gekommen bin, habe ich dann Konstantin und Gabriel kennengelernt. Als wirklich nicht nur als Klassenkameraden, sondern auch als Freunde. Und ich hab mich gefreut, dass ich die jetzt hatte und dass ich einfach ein paar Personen hatte, mit denen ich was machen kann. Genau. Und während Corona hat mir mein Vater ein paar Denkanstöße gegeben. So gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn mit dir? Lässt du dich jetzt mal taufen? Dann bin ich wirklich in mich gegangen, habe gebetet zu Gott. Herr, zeig mir einfach, was soll ich machen? Was sagst du mir jetzt, wie es weitergeht? Und dann habe ich einfach weiter in der Bibel gelesen. Und dann ist mir eingefallen, wieso soll ich mich jetzt nicht taufen lassen? Und dann habe ich mir gesagt, ja, lass dein altes Leben hinter dir. Versuch jetzt ein neues anzufangen. Versuch einfach jetzt wirklich ein neues Leben anzufangen mit Jesus. Mach dein Leben öffentlich mit Jesus, leb mit ihm. Und dann kam die Vorbereitung mit Jonas, die wir regelmäßig gemacht haben, jede 2 bis 4 Wochen oder so. Ja, und dann habe ich mich einfach gefreut, ja, jetzt kommt die Taufe. Und ich freue mich jetzt, dass ich hier stehen darf, dass ich sagen darf, ja, ich werde mich taufen lassen und das will ich jetzt öffentlich machen. Danke. Moritz, dein Zeugnis haben alle gehört. Glaubst du, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, deine Schuld bezahlt hat und für dich ewiges Leben hat? Ja. Moritz, wen bekennst du? Jesus als Herrn, mein Heiland und Erretter. Moritz, auf der Grundlage deines Bekenntnisses taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.